Willkommen zu einer weiteren Folge von Angeschaut und Ausprobiert. Und wie am Anfang einer jeden Folge inzwischen starte ich direkt mit der Spielauswahl. Mal gucken, welches Spiel heute gewinnt. Immortal Empire. Oh, noch ein MMO. Naja, gut. Also, dann auf zu EverQuest 2. Also, EverQuest 2 benötigt 18,5 GB Festplattenspeicher und möchte wie viel herunterladen? 18,5. Naja, das wird eine Weile dauern. Dann mache ich erstmal Pause und bin gespannt. Dann habe ich ja gleich den direkten Vergleich zwischen dem letzten MMO und dem MMO heute. Also mal schauen, wie da so die Einführung ist und wie schnell ich dort ins Spiel dann komme. Also bis später. So, willkommen also heute zum zweiten MMO, dem EverQuest 2. Ja, gleich beginnen mit der Epilepsie-Warnung. Und ja, diesmal musste ich mir zumindest keinen neuen Account anlegen, sondern ich konnte den von Sony Stations reaktivieren. Auch wenn das ja inzwischen alles zu Daybreak gewechselt ist. Aber ja, Keyboard-Layouts. Ja, dann machen wir einfach mal die Standardsachen. Willkommen to EverQuest 2. Ja, da kann man jetzt direkt gleich in Level 90 springen. Jetzt gucke ich gleich erstmal nach den Options. Exit, Credit, Shops, Torch. Torch? Was ist denn Torch? Okay. Show, Deleted, Credits. Also ich werde von vorne anfangen. Ich will nicht direkt mit dem 90er einsteigen, sondern ich will ja auch lernen, wie es am Anfang. You are about to explain the world of Norad, a legend of late. Land of Legend Adventure. To begin your journey, you must first create your character. Genau. Also ich werde einen einfachen Charakter anlegen. Und ja, auch hier werde ich erst einmal einen Magier spielen. Und dann ist jetzt natürlich die Frage. Okay, also erst nochmal der Magier natürlich, der eben mit Magie und so weiter agiert. Soweit so klassisch. Priester als Heiler, Kämpfer und ein Scout, der wahrscheinlich eher sich so versteckt und solche bestimmten Dinge. You may not be a beast lord because your account does not have the required feature. Okay, das ist also so Spezialsachen, die man dann auch eben, es ist ja ein Free-to-Play, das heißt, es sind einzelne Elemente, die dann erst durch Bezahlung letztlich freigeschaltet werden können. Aber ich denke, das Spiel selber ist soweit hoffentlich vollständig erkundbar, ohne dass es da irgendwelche Pay-Barrieren gibt. Server-Typ, traditional. Naja, mal schauen. Also, der Wizard. Never cross a wizard, be excel at your making. Showing the full force of these elements. Illusionist. In the mental act to confuse, misdirect illusions. Conjure. These difficult servants obtain mass every command. Guards and launch attack against the conjure's force. Das klingt eher so, als wäre der so mit Viechern und so weiter sich umgeben. Dark Arcane Magic, Weakness the Enemy. Master of Domination, Subjugate the Mind of Another. Dann Fremdsteuerung und so weiter. Und Warlock, Invoking the Dark Powers, Unleashing Destruction. Multiple Opponents Wort. Naja, ich bleibe beim klassischen Wizard und gehe damit auf die Jagd oder sowas ähnliches. Okay, also die Rasse noch auszusuchen. Also ein Frosch werde ich nicht spielen. Ratonga, Human, Gnome, Halbelf, eine Katze, ein Barbaren. Dark Elf, Orga, Troll. Eine Fee, das wäre doch was. Halfling, ein Wooden Elf. Oder doch lieber den Hohen Elf. Die Frage ist, hat es Excellent Priest and Mages? Scout and Priest. Naja, dann mache ich das. Oder hier, Scouts and Priests. Nee.
Dann nehme ich den hohen Elf und kann dort ganz gut den Magier spielen. Kann ich noch ein bisschen reinzoomen. Aber ich denke mal, das kann ich noch gestalten. So, Eigen, Augen. Ach, je. Viel einzustellen. Und large. Dabei dürfte das alles wahrscheinlich am Ende ziemlich wenig zu sehen sein. Mich würde eigentlich eher genau die Haare, die Basisfarbe, eher ein bisschen ins Graue. Ein paar kräftigeren Strähnen ins Goldene. Ja, und jetzt mal gucken. Glatze, dann brauche ich natürlich gar keine Haarfarbe. Mit Pferdeschwanz. Schwangladadadan. Okay, Squire. Nee. Aber als Halbelf oder als Elf kann man auf jeden Fall so einen Pferdeschwanz tragen, oder? Der, wenn der zumindest so schön hin und her wackelt, sieht das auf jeden Fall ganz nett aus. Die anderen sehen mir alle, gefallen mir alle nicht. Dann doch lieber das da. Das passt. Aber mit der Haarfarbe bin ich noch nicht zufrieden. Noch ein bisschen weißer. Und dafür die, genau, dafür die Highlight Color ein bisschen dunkler. Ja, so ist es schon besser. Body. Okay, dann lass mal gucken. So ein bisschen. Hat ja sehr unterschiedliche Farben im Gesicht insgesamt. Size. Als Elf sollte man schon ziemlich groß sein. So, jetzt ist die Frage, ob ich am Gesicht noch ein bisschen was ändern kann. Die Nase. Ja, so eine kleine Stupsnase. Lieber ein verspieltes Lächeln um die Mundwinkel. Aber nicht zu groß. Was ist Chin? Das Kinn? Ja. Lieber ein bisschen schmaler das Ganze. Cheeks sind, glaube ich, die Wangen, oder? Ja. Also kein Quarkfrosch, aber auch nicht zu eingefallen. Eher ein bisschen weiter unten, aber nicht ganz so. So, dann bleiben nur noch die Ohren. Position. Sieht es natürlich aus, wenn die weiter unten sind. Lieber weiter oben. Und dann vielleicht doch lieber ein bisschen kleiner. Okay, das ist genug. Eingestellt und los geht's. Queen's Colony, the New Hallas, Reborn. New Hallas named the origin city of the North, destroyed by cataclysmen. Eistrolle, the New Hallas, Queens, the Insel of Hope, lined with the City of Queens, the temporary island with the shattered seas is more than a refugee. Okay, das heißt, ich kann mir jetzt aussuchen, in welchen von den beiden ich starte. Dann doch lieber in den New Hallas. Ist bestimmt auch die Einstiegsregion. Da oben gibt es noch irgendwelche anderen Welten, Gegenden. Ah, ja. The name is too short. Spiele. So. Oh, ich kann keine Großbuchstaben machen.
The word cannot be used in a name. Was? That character cannot be used in a name. Okay. Kann ich einen Unterstrich benutzen? Nee. Okay, aber Spielephilosoph insgesamt kann ich hoffentlich so lassen. Das ist der einzige EU-Server, der aktuell existiert. Und eine deutschsprachige gibt es eh nicht. High Elf, New Halas, Good, Wizard. Also, los geht's. Und schon bin ich nackig. Ups. Ignore characters you create on test servers that don't count against your total characters count. Ah, okay. Willkommen to EverQuest. Als erstes begrüßt mich der Shop. Ba-ba-ba-ba. Danke. So, der hat zwei andere Tutorials. Click to view. Basic Movement. Okay, soweit so klar. So, Kamera Movement, klar. Da kann ich an sich auch gleich, genau. Hat jetzt auch gleich schon ja, wieder meine Gaming-Tastatur mit einem entsprechenden Profil belegt. Status. Okay. Reverse. Next. Interessant. Primary, Secondary, Ranged, Auto-Attack, Guild, Your Group is empty. Interessant, was da so alles angezeigt werden kann. Habe ich bisher noch nicht großartig gehabt, aber ja. Okay, das war die Bewegungsguide. Das war User Interface Basic. Login, Minimap, Navigation Bar, ganz klassisch. Ich denke, da ist jetzt nichts Spezielles dabei. So, High Elf, Experience Bar ist wahrscheinlich hier unten. Ja, 600, 0 von 600. Und dann starte ich jetzt mal den 1-Stunden-Countdown, damit ich ja nicht zu lange überziehe. Und hier gleich mal den Chat ein bisschen vergrößern, zu gucken, was denn da dann so an Meldungen auftaucht. Und ja, und schon kann ich die ersten Sachen abbauen. We have 2 Ellen. We have unreaded mail. Okay, unreaded mail. Da. Alternated knowledge. We have unreaded mail. We have 3 unreaded mail. Also, line outreach n. Received world of gifts. Okay, receive gift. Wahrscheinlich gleich im Inventory. Spell Effects. 28 Minuten remaining. Normal meal. This food replenished additional health. Normal drink. 8 Minuten das Drink replenished. Irgendwas anderes. Okay, habe ich das jetzt schon bekommen? Gut. Willkommen, EverQuest 2. Willkommen to Nora. Your world awaits. Use the claim command in the chat window to open the promotions tab and receive your bounty. Your world awaits you and we place to have arrived safely. To show you welcome, we have sent you gifts. Use the claim command in the chat window. Okay. Claim. Ah ja. Claim Items. Willkommen to Home Potion Pack. Recruiter Summoning Charm, Charm of Escape und Claim. Veteran Reward Slots. Badge of Endless Avenger. Lore, no trade. Contents empty. Slots 12. Claim. Okay. Gut. You have chosen to give this character a one-day veteran reward. Okay. Gut. Nächster Punkt. Paul.
Gameplay demografisch Sprung. I have boost Adventure and Rätsel Characters at max level. Und die Rätsel at max level. Und no Characters at max level. Polls are entirely optional, but we really appreciate your feedback and hope you will talk the time to let us know what you think. You may delete this email and this poll will not offered again. Okay, take poll. Gut, no characters at max level. I identify most strongly with adventure, first and foremost. Above all, I am a train skiller or decorator. Nee. Equals part, adventure and train skiller. Ich würde eher sagen, adventure. Next. During a normal session of play, I usually play 4 hours with little interruption, 1-2 Stunden. Also ich würde mal sagen, 1-2 Stunden. Zumindest wenn ich hier jetzt die Aufnahmen mache, weil länger als 2 Stunden auf keinen Fall und ob ich weniger als 1 Stunde spiele, ist sehr unwahrscheinlich. Also, weiter. The following describe my best I primarily enjoy. Advancement like levels, equipment. Discovering areas, creating maps, finding hidden places, exploring, ja. Interact with other people, nee. Competition and fighting skills against stuff. Discovering areas. Middle side, so I'm skillful and succeeding. I made great lengths to achieve rewards with little gameplay benefit other than the prestige of having them. Hm. Nee. My secret and slower. Also vor allen Dingen das wollte ich sagen. Which is most important for you in a game? Achievement, progress, power, accumulation, numbers, optimization, mickney, nee. Competition, ja. Socializing, nee. Relationship, Teamwork, naja. Discovery, ja. Kann ich mehrere auswählen? Nee. Schwierig. Roleplaying, ein bisschen. Customization, wenig. Escapism, nee. Also Discovery, Exploration, Lore, Finding, Hidden Things, das dann noch am ehesten. Wobei Achievements auch ziemlich wichtig sind. Na, ich bin ein Mail. My age, oh, immer komplizierte Frage. Ich glaube, ich liege in dem Bereich. Dann Submit. Gut, dann war es das alles, das erste ist erledigt. Und kann ich jetzt hier eigentlich noch Chomp, kann ich noch mehr abernten. Daily Objectives, was haben wir denn? Ui, slay different types of creatures. Ja, dann lauf doch einfach hin. Slay Boss Creatures, Kraft Fritz, Kraft Items, slay different passes. Classes of Play. Ich soll Spieler umbringen, okay. Na gut. Das sind Daily Objectives, davon soll ich 2 erledigen. Aber spreche doch erstmal mit dem da, der will bestimmt mir einen Auftrag geben. Ich würde mich ja gerne von vorne sehen, statt nur von hinten. Hallo, wer bist du? That's we see from others. I did. I don't remember that. Thank you for your help. Not if you attack them back. I'm feeling pretty good now. Think nothing of it. You're more, blah, blah, blah. You are the first to have suffered the attack by the orcs. Okay. Not if we attack them back. I'm feeling pretty good now. That is a relief to her. Spielephilosoph. I figured a hit to the non-dual, da da da, ja da. I'm going to explore some first. I will find her. Ich werde sie auf jeden Fall finden. New quest. Accept quest. I've been asked to report to Yasha to the broken ship hull to the northeast. Pilgrim's Land. Bully the Crafty. Trainer Hawk. Also, auf geht's. So, was haben wir da? Ah, unsere ersten Sachen, die ich angreifen kann. Ich hoffe, du kannst auch automatisch angreifen. Hallo?
You are under attack, but not attacking back. Press the... Genau, press the Dingsbums Key. Sprint. Ich glaube, das war die falsche Taste. Melee-Attack. Key Hotkey, Open New Hotkey, Windows Setting, Align, Unlock. Gut. Punch Fungus Spor, Loot All. Ich müsste mal mein Inventar noch finden, also mein Charakter. Okay, der hat schon alle mögliche Ausrüstung an. So, dann Knowledge. Okay, Melee Attack, Summon Mount. Gleich mal mit dazu holen. Wahrscheinlich habe ich aber noch keins. Ja. Set Call Point, Infravision. Set a Heat Profile for a Living Creatures in View. Next. Mind over Matter, Transmute, Gathering. Cannot be modified except by meanings. Target Self, Recovery Instant. Spells. Okay, die beiden Spells habe ich schon drin. Upgrades sind noch keine dabei. So, das war hier. Das war das mit dem Sprinten. Naja, lassen wir das erstmal in der Form. Ich wollte eigentlich das Inventar Alternate Advanced. Ach du meine Güte. Infravision. Trade Skill. Prestige. Achso, werden die eigentlich automatisch schon trainiert? Nee, da werden auch Punkte vergeben. Experience to AA Conversion. So, was habe ich hier jetzt? Toggle-Bags. Okay, das sind also die... Uiuiui. Kann ich die irgendwie zusammenbringen? Auf jeden Fall sind das hier irgendwie die Items und das war ja Xmin. Kann ich die... Ah, da hinten kann... Open. Ah, okay, das heißt, ja, kann ich die einzelnen Teile öffnen. Jetzt hat aber irgendwie das Ding seinen Zustand verloren, oder wie? Auto Inventory, Sort. Scheint mir alles etwas umständlich zu sein. Aber wieso sind jetzt hier die Items verloren gegangen? Die sind noch offen. Back of the Endless Adventure. Okay, jetzt ist er wieder aktiviert. Gut, das heißt, das sind irgendwie die Standard-Bags, die irgendwie nur 4 Slots haben und der Endless Adventure hat immerhin 24 Slots. Und dann kann ich hier Unpack. So, der ganze Krimskrams. Portion of Vitality. Warum werde ich nicht gestapelt? 5 von 5, 1 von 1. Okay, die können nicht weiter gestapelt werden. Da kann ich mein Getränk noch dazu nehmen. Level 70, Level 1. Genau, auf Tracking. Applies Knowledge of Tracking when activated. Last for 5 hours. Temporary Guns Tracking Ability. Use. So, und dann habe ich jetzt das Ding aktiviert. Tracking, das heißt, damit kann ich dann irgendwelche Sachen hochschalten. Okay. So, und das war a place access global to Swift Travel when activated. Last for 3 Sekunden. Somit the portal is allows user to the Global Bell Transport System. Naja, schön.
Okay, das ist das Holz oder was auch immer ich da geerntet habe. Das heißt, mehr gibt es da eh noch nicht zu sehen. So, jetzt ist noch die Frage, wie ich den Auto-Attack einschalte. Aber noch aktiviert er sich nicht. Okay, ist schon tot. Na schön. So, wo sollte ich jetzt eigentlich hin? Hier gibt es noch was. You just looted an item. Ja, ja, das habe ich schon. Right-click swing for more details. Inventory. Jawohl, da habe ich auch gerade schon nachgeschaut. Und Mining Dig. You just got a Mining Dig. Every time you earn 10% of the experience, you need to level up your health and power will replenish completely. Ah, okay, das heißt, hier kommt es dann öfter vor, dass ich dann einfach erneuert werde. You earn Prestige Points every time you draw 20% of a level after reaching level 90. Open your Achievements Window, L. Focus 11, Wizarding, Trading. Character Development. Das heißt, das hier, Apple Harvest Crafting Experience, grants you a chance to harvest a second time. Okay. Und die kann ich dann hier aktivieren. Points get to the advanced with 40 und assigned points 40. Nein, 0. Okay. Also ich weiß noch nicht genau, was ich hier anstellen kann. Gut. So, der nächste, if you're under attack, press the tilde key. Ja, die Frage ist nur, wo dieses tilde key tatsächlich ist. Wäre auf jeden Fall praktischer, hier irgendwo, looking for guild, housing leaderboards, looking for group, community, map. Irgendwo müssten ja hier noch die Settings sein, wo ich hoffentlich dann die Einstellung anpassen kann. Mal sehen, Movement Keys. Weil die Tilde ist auf dem deutschen Layout irgendwie immer ziemlich bescheuert zu finden. Targeting Keys. Nee. Tagging. Alles leer. Also View war es mit Sicherheit nicht. Mouse Settings, Keyboard Settings. Movement Keys war auf jeden Fall keine Tilde dabei. View Keys, Hotbar Keys. Command Keys. Auto Attack, da ist es. Ja, es ist nämlich nicht Tilde, es ist ein Ö. Okay, dann mal gucken, ob das mit dem Ö funktioniert. Ja. Ich bin nur zu weit weg. Sehr witzig. Auf jeden Fall automatisch ranlaufen tut er nicht. Also richtig funktioniert es trotzdem nicht. Jetzt ist er zwar schon wieder umgefallen, aber contain nothing to loot. Okay, ich sollte ja eh. Hey, da kann ich Metall sammeln. Zwei Tin Cluster. Auf jeden Fall, ja, für Crafting-Materialien kann ich jetzt schon sorgen. Und einfach hier schon Krimskrams einsammeln, ohne dass ich jetzt noch irgendein spezielles Werkzeug erst zulegen muss. Mal gucken, wie viel Experience es eigentlich überhaupt bringt, die auch zu ernten. Aber wahrscheinlich nichts. Okay, es gibt eher.
Also irgendwie greift er immer noch nicht automatisch an. Okay, also nochmal Options. Das waren die ganzen Command Keys. So, Auto Attack. Kann ich da Q nehmen? No. Shift Q. Okay. Accept. So, dann ist dieses zumindest schon mal nicht so weit entfernt. Aber eigentlich wäre es doch viel einfacher, einfach eine Standardattacke zu haben, die ich dann immer wieder aktiviert wird, während solange ich da irgendwie im Kampf bin. Also nochmal probieren. Shift Q. Nix. Okay, wenn das jetzt so aktiviert ist, greift er jetzt automatisch an und braucht bloß so lange. Gesundheit geht auf jeden Fall ziemlich schnell runter. Vor allen Dingen, wenn der immer nicht angreift. Er kann doch nicht schon so anstrengend sein, dass ich der... dass es so schwer fällt, den zu erledigen. Was ist das? Mana Chamber. Target Enemies, inflict 10 bis 30 Damage on Target, stuns Target, if Target is not epic, responded increase against Target higher than level respondability. Okay. So, der ist jetzt nur ein Level 30. Wie kann ich denn jetzt den da umstellen? Okay, das war wieder ein Tretting. Wenn der Experience Bar fills up, you gain a level. Habe ich jetzt schon einen Levelaufstieg gehabt? Ja, Level 2. Normal XP. Gut. Character Window statt Settings. Adventure, create a new set. Viel habe ich bisher eh noch nicht gefunden. Ich hatte doch hier vorhin die Knowledge. Das heißt, hier müsste ich doch jetzt in der Lage sein, das Ganze anzupassen. Gibt hier zwar deutlich mehr Monster, aber so richtig flüssig komme ich noch nicht ins Spiel. Creature denn? Was kann ich da machen? Trap. Da kommt bestimmt irgendwas raus. Irgendein... Nee. Das heißt, das ist wieder eine andere Quelle, um irgendwelche Sachen einzusammeln. We get better at trapping. 7 von 10. 8 von 10. Steige ich aber bestimmt gleich in irgendwas auf. Bin ich ja mal gespannt.
10 von 10. Und jetzt? You require 2 Deer Meat from the creature then. Ah, okay. Das heißt, ich musste erst lernen, bis ich damit umgehen kann. Und nachdem ich das gelernt habe, habe ich dann das Ding auch abernten können. Solid Loan. Ah, mit Mining werde ich auch besser. 13 Zinncluster. Das hat sich ja schon mal gelohnt. Ja, wie ihr seht, so Mining und Collecting ist dann doch schon das, was mich noch ein bisschen mehr interessiert. 13. Gefällt mein Anything von The Scattered One. Okay. Aber dann bin ich jetzt auch gleich auf 10. Und You Mine 2, Lead It Loan from The Scattered One. So, jetzt könnte ich doch hier mal dieses komische Optionen und Tells und sonst was irgendwie ausschalten. Chat Options. Game Text. Bla 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 bla. Auction. World Channels. Auction will ich gar nicht. General. Auctions. Tells. Okay. So, mal gucken, ob die jetzt. You have left Auctions. Gut, mal gucken, ob dann die Dinger da nicht auftauchen. Wobei das General im Moment für mich auch noch nicht interessant ist. Chat Options. Select Language. General. LFG Wizard. Okay. Okay, das heißt, die Auctions sind trotzdem noch drin gelassen. Das heißt, sie müssen noch irgendwas anderes sein. Weil die anderen haben sich mit entfernt. Ja gut, lassen wir es erstmal so stehen. Ich will ja schließlich die Zeit nutzen, um auch zu spielen und ein bisschen vorwärts zu kommen. So, hier lerne ich auf jeden Fall nichts mehr dazu, sondern ich kann einfach nur Rare Item von Bronze clustern. Aber das wird wahrscheinlich hier, ja, das ganze Zeug zwar füllen. This hair reverse looks like could be used for crafting Level 1 bis 9 Mastercraft Items. Ja, ist nur die Frage, wo ich... Ah, muss ich doch mal noch ein bisschen durchgucken. Gut, das ist Appearance, Restore Items, Skills, Crushing, Focusing, Piercing, Disrupting, Factions Count, Passive Effects, Transmutation, Produce Power of Cost Transmutation, Mounts habe ich keine, Mercenary, Currency, Housing, Dungeons, Biography, Options. Character Name. Ecuchere. Also wo soll ich jetzt eigentlich hin? Okay, aber welches ist das Schiff? Ist das das Schiff dort? Seek out Yasher Red Blades. Okay, ich soll nee, das ist was anderes. Windblauen Schraps. Nothing found. Okay, you're better at gathering. Die nächste Fähigkeit. Dreadberry. 8 von 10. Z
zwei Teeblätter gefunden. Windblown Schraps. Your current destination lies somewhere to the east. Okay, jetzt habe ich da auch schon die 10 von 10 erreicht. Das ist nämlich das hier Adventure Experience. Und... ne, aber es sind doch zwei verschiedene Teile. Also hier liegt jedenfalls nichts rum. So, greifst du jetzt mal von alleine an. Okay, nix. So, dann ist jetzt die Frage, wo ich hier noch die anderen... Dann gucke ich mal, ob ich jetzt da drüben noch ein paar weitere Quests irgendwie bekomme. Oder inwieweit dort das andere Schiff noch andere Sachen auszuballen. Also auf jeden Fall gibt es anscheinend eine ganze Menge Sachen, die ich hier einsammeln kann. Nur mit dem Unterschied, dass ich wahrscheinlich einfach viel zu wenig Platz habe, um das ganze Zeug mit mir rumzutragen. Ich hoffe, dass ich bald in die Lage komme, dass ich mir weitere Bags irgendwie bauen kann. Und ich irgendwie rausbekomme, was ich mit den ganzen Sachen anstellen kann. Ah, da hinten ist auf jeden Fall irgendjemand, der mir was mit Quests weitermachen kann. Hier killt der Christus Boar Eater. Das heißt, Crushing kann ich auch noch weitermachen. Ja, dann lauf doch einfach hin. Corpse of Course will dich say in 3 Sekunden, ist aber nicht lange. Focusing 8, Subtention 6. Bin ich mal gespannt, wann ich die alle bei vom. Hallo. Bei vom Mercent. Flas, Rauhead, Ledersack. Slots 4. Ja, das ist, aber ich habe ja die Dinger schon alle voll. Das ist ein 10, der hat schon 6. Okay, damit kann ich also schon ein bisschen mehr dann transportieren. Und das hier sind, ja, da muss ich mal in meinen Charakter gucken, was ich da jetzt eigentlich für Sachen mit mir rumtrage. Oder ob ich überhaupt irgendein Werkzeug habe. Weil wo kommt denn jetzt aktuell... Wobei wahrscheinlich das nicht damit zu tun hat, dass ich mein Werkzeug benutzen kann. Das sind tatsächlich einfach ganz normale Werkzeuge. Ein Bolt ist wahrscheinlich... Wobei, oh, der hat sogar 8 Slots. Wie viel Geld habe ich denn aktuell? Wo ist denn meine Geldanzeige? Na, das ist das da unten, also noch gar nichts. Naja, dann brauche ich auch nicht gar nicht weiter zu gucken, ob ich schon irgendwas einkaufen kann. So, generell Guts, Shopping Noodles, da ist wahrscheinlich noch nicht mal mein Level ausreichend, oder halt, ja, falscher Typ. Gut, dann sag mir doch mal, Newcomer, Hidden Shopping Series, what I have been told, I was attacked and destroyed by the Orcs apparently. Okay, me too.
That explains how to end up here. I've been trying to stock any all ships from docking error provide force. So. Of cards doesn't mean that have overmined you. Reminds have food and warm fire. You don't have any food? I have some, sure, but it's not fit for man or beast anymore. I can help you. I would appreciate blah blah blah. I refuse to squish Fungus Man. Los, lass uns die. Dann habe ich wenigstens einen Grund, warum ich die Fungusse erledigen kann. Also, dann gleich schon mal die nächste Quest. Slake Cruise Defenders or Spore Tenders. Raiding Spore Tender. Na dann, Angriff. Kann ich den jetzt angreifen? Not an enemy. Okay. Slay Costolus Defenders or Spore Tenders. Gut, die sind also nicht böse, die gehören zu den Guten. Auch gut. So, die Dinger kann ich nicht fällen. Ah, hier sind die Quests. Das heißt, da wird mir angezeigt, dass ich da eine Quest drauf habe. Okay, jetzt muss ich doch hier irgendwo mal einstellen können, dass der irgendwie sich auto irgendwie annähert. So, wo könnte ich das wohl einstellen? Options. User Interface. Game Window. Combat Bubbles. Game Window. Automated Models. Display Performance. Widescreen Letterbox. Animation. Close Game. Screen Tone Paper. Trigger Default Action. Ist F. Consider Auto Attack Assist Hail Invite Target Discipline Target Quit Targeting Keys Select Self Select da 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 da. Nee, das ist alles nicht das, was ich suche. Ich glaube, ich werde die Hintergrundgeräusche mal ein bisschen runterfahren, weil ich merke gerade, dass es eventuell doch ein bisschen laut für euch. So. Ja, damit ihr mich hoffentlich habt ihr mich bisher noch einigermaßen verstehen können und das bleibt dann jetzt auch so. You drink flasks of water to satisfy your thirst. You eat ration. Ach ja, wieso habe ich das gemacht? So, 1 von 4. So, also wenn das so komisch eingeklappt ist, dann melee attack being attacking your target using melee weapons. Aber ich weiß nicht, warum der dafür so lange braucht. Okay, das ist der nächste Levelaufstieg. Jetzt sind die wahrscheinlich zu einfach fast. Okay, Enemy. Inflict 2-3 Heat Damage to Target in every second. Mage Chamber. Jetzt kann er sich nicht bewegen. Loot. Corpse Nothing. Das Auto-Dings ist auch jedes Mal anzuschalten. Naja, also so zufrieden bin ich bisher jetzt nicht. Da ist der Einstieg mir etwas zäh im Moment. Okay, das heißt, nur wenn diese Box angezeigt ist, hat es überhaupt irgendwas drin. Ansonsten lohnt es sich gar nicht, die anzugreifen. Beziehungsweise den Loot zu machen. Ja, das heißt, da ist nichts drin. Und dann kann ich das auch
einfach auflösen lassen. Ah, da ist noch jemand. Yesha's Red Blade. Ach, das ist eine Person, die ich finden sollte. Okay. Wow, you finally walk, eh? Yes, and my muscles are a bit stiff. Yes, and I heard you could use some help. Also, du benötigst Hilfe. Gut, meine erste Quest abgeschlossen. I will go to speak with her. I don't think I'm up for this. Okay, she will teach you basic of combat. Ja, ich werde gleich mit dir sprechen. So, habe ich da jetzt schon... Wobei, die Quest bekomme ich ja dann erst noch. So, da hinten. Und dort ist auch noch jemand, mit dem ich sprechen soll. Well met. I'd like to learn about collections, about harvesting. Was ist collections? Collectibles are seen as a glow rising from the ground. If you are close enough, you will notice a question mark above it. Double click or right click the glow and select harvest. The item you gather will go into your inventory. You can... Okay, das ist klar. Open collections tab. Use the add button to add that item into a collection. You will find different collectibles in different areas of the world. Some items can be part of more than one collection. Continue to gather and examine. Okay, I'd like to learn gathering and gathering. Resources can be found most. Okay, collect them. This can be seen by opening your skills. Genau, und clicking on the Skills tab, das war das hier. So, Defense, Administration, Spellcasting, Combat. Selecting the General Skills. Was? Clicking on the Skills tab and selecting the General Skills. Da sind aber gar keine General Skills aktuell. Ah, hier oben. Aber das sind ja die Stats. Attributes, Offense, Auto, Attack. Auto Attack ist immer noch 0. Trade Skills, PvP. Genau, dann sag mir doch mal, wie ich die jetzt. Cannot be sold to vendors. Items found travel. Basic build blocks of trade skills. They cannot be sold to vendors, but they can trade it or sold to other players. Some components that can be found harvesting are very rare and can be worth quite a bit of money to the trade skillers. Genau, wo kann ich die Newcast learn to harvest material? Okay. Gut, das mit den Collections habe ich schon. Danke für die Infos. Harvest some Lumber. Gut, das heißt, jetzt habe ich endlich auch eine Quest, um das ganze Harvesting-Zeug zu machen. Aber das Gathering gehört nicht zum Harvesting. Okay. Aber ich bin jetzt trotzdem Gathering schon ein Stück weiter gekommen. Weil immerhin ist es jetzt schon von 13:15. Nothing found. Achso, solange ich nicht die Basis überhaupt erreicht habe, kriege ich von diesen Dingern auch nichts. Aber jetzt kann ich sie dann zumindest leer machen. Und das heißt, das waren jetzt die ersten für die Quest, das dann doch funktioniert hat. Okay, so, dann machen wir da jetzt das nächste. Ach, zu weit weg. Wo kann ich das Autozeug aktivieren? Verdammt. Oh, da ist aber noch viel übrig. Ich bin gerade mal hier auf diesem kleinen Inselfleck bisher. Okay, da habe ich gleich das nächste dann fertig. Sehr schön.
So, I'd like to learn about combat so that I can help the outpost. How do I challenge a foe in battle? How do I begin a battle? You're close enough to your foe and want to start hitting it with your weapon, either click your melee attack button on your Dingsbums oder press die andere Taste für Auto-Attack. Or you can begin by using one of your spells or combat arts to get the enemy's attention. Remember, you must be close enough to actually hit them. So I can fight anyone or anything I want. You can fight most non-player characters, da da da. Many non-player characters in cities are to help and give quests, so you can't attack them. If you try, you will get a message telling you that they aren't valid targets. Okay. Melee combat, tell what kind of reward I can earn in battle. Teach me more advanced specs aspect of combat. I don't know my surroundings, my abilities. Okay, da muss ich jetzt nicht mehr zu wissen. Okay, defeat sparring partners in combat. Na dann. Okay, der ist eh schon hinüber. Gut. Hello. I was victorious. I will report back to Sasha Blade. Okay, das war's dann schon. Da ist noch was zum Einsammeln. Das ist nichts zum Einsammeln. Okay, also es liegt zwar viel Gerümpel rum, was ich einsammeln kann, aber aufgrund dieser Bewegungsdings, das heißt, ich kann auch nicht mit dem überhaupt nicht mit dem Doppelklick mich bewegen. Das ist irgendwie so ein ziemlich ungewohnt. So, da muss ich glaube ich noch irgendwas bekommen. Huch, Malasit. Nee, das ist ja jetzt nicht in der Liste. Good Becker at Mining. 11 von 15. You failed. 12 von 15. Ah, okay, jetzt habe ich doch Mine zum Lead Clusters. Da fehlt mir noch einer. Mine zum Tin Clusters und Lead Clusters. Bin ich mal gespannt, wie jetzt eigentlich hier meine Bags aktuell aussehen. Ich habe jetzt schon, aber es ist noch genug da. A handy bag for putting gathering items in. Ah, sehr schön. Das heißt, wie viel hat der jetzt? X-Mine. 12 Slots, das ist schon besser. So. Muss ich das Ding erst zumachen, bevor ich es austauschen kann? Nee. That bag is full. Jetzt ist das Teil weg. Achso, jetzt liegt es in der Tasche. Also eigentlich wollte ich das Ding ausrüsten. Ah, okay, also ich muss erst die Tasche rausziehen können, bevor ich sie dann austauschen kann. Ansonsten landet das Ding in der Tasche, was natürlich auch wieder unpraktisch ist. Immerhin habe ich jetzt hier dieses ganze Manager Having Hasting Back. So. Bronze Cluster. Lead Cluster. Dreadberry. Back of Bean. Ist schon interessant, was man aus einem Strauch alles so an Gemüse ernten kann. So, das hier waren die Wurzeln. Ah, hier ist das normale Tin Cluster. Sozusagen die einfacheren Elemente. Die Gloam. Ist dann die Frage, was ist eigentlich das hier? Bloß irgendein. So, Bronze Cluster, Tin Cluster.
Weil das sind auch Loam und Loam. Cluster, Cluster, Cluster. Ja, was aber auch eine monatliche Gebühr bedeutet. Kein All-Dingsbums. So, Ladderpelt. Das ist auch alles irgendwie Gemüse. Die Gemüse lasse ich mal noch hier drüben. So, die Wurzeln hier noch mit dazu. So, dann nehme ich das da unten hin. Das waren ja Bohnen oder sowas. Genau, Coffee Beans. Und dann lasse ich das Clusterzeug hier oben. Und hier ist jetzt noch weiter. Und wobei das Malasite ist. Na, ich lasse es erstmal da drin. Ja. So, okay, da hatte ich jetzt eigentlich schon den letzten gefunden, aber Tin Cluster muss ich auch noch sammeln. Rot Cluster, Lead Cluster. Wie viel lassen die sich eigentlich stapeln? Okay, da steht nichts. This looks if you could use the crafting level. Ja. Okay, wo soll ich als nächstes hin? Achso, ich soll ja erstmal noch zu dem Typen da zurückkommen. Hey, da habe ich jetzt was gefunden. Das heißt, das sind diese Sachen, diese Collecting-Items. Hoffe ich jedenfalls. Genau, this item is collectible. This item can be sold to NPCs for status. Eine Shell Collection. Total Collections completed 0. Shell Collection, Kategorie Cell, at Total Collections discovered. Juhu! Das sind so wie in diesen Free-to-Play-Sammel-Irgendwas-Spielen, wo man dann irgendwie zig Items von irgendwelchen Dingern braucht, um dann ja, solche Sachen dann abzugeben, so eine Sammlung abzugeben. Da ist noch so ein Ding. So. Loot all. At Nummer 2. Bestimmt sind die anderen auch hier. Na, das wird doch jetzt langsam etwas freundlicher, weil ich kann hier einfach mal rumlaufen und so ein paar Sachen machen. Ah, okay, die greifen mich an. Okay, das Ding nicht. Okay, wie gefährlich ist es? Aktuell noch nicht sehr gefährlich. Hab noch genug Lebenspunkte übrig. Wird mich wahrscheinlich nicht gleich umbringen, gegen die zu kämpfen. Ah, der nächste ist zu Boden gegangen und da ich ja hier diesen 10% Schritt bekommen habe, ist es auch gleich... Ich verstehe nicht, wieso das Auto-Dings immer wieder abgeschaltet wird. Ah, okay, alle tot. So. Loot all. Okay, da konnte ich nichts mehr looten. Aber jetzt will ich mal hier dieses eine Ding da zumindest rausbekommen. Sieben Lead Cluster. Fish up some sunfish. Strap some rawhide pets, pelts from an animal den. Ja, die Animal Den hatte ich ja vorhin schon. Ah, da hinten ist doch so ein Ding. Wahrscheinlich kann ich da dann die Aufgabe noch abschließen. Can't see the target. Also ich sehe es. Okay, jetzt. Defender killed. Oh, okay. Gut, zwei blaue Bären mal wieder. Und jetzt die Creature denn. So, mal gucken. Nichts gefunden. Ah, der greift mich schon wieder an.
Er spricht Orkisch mit mir und ich verstehe kein Wort. Was habe ich denn da eigentlich bekommen? XP, Defeating the Encounter. 9 Copper habe ich bekommen. Okay. So, hier bin ich jetzt bei 11 von 15, 12 von 15, 2 Rauchheit Leather Pit. Genau, jetzt ist das dann auch fast gefunden. Quest Item Found. Nichts gefunden. So, 15 von 15 jetzt. Ja. Aber ich habe noch nicht genug Leder gefunden oder Pelz. So, ich habe jetzt keine Lust, mich mit denen immer anzulegen. A Frozen Gabler. Oh, Level 4. Schauen wir mal. Naja, das war jetzt nicht so schwierig. Your level up. Loot all. You have gained a new spell. Magic Shielding. So, wie komme ich da hoch? Hey, ich kann fliegen. Nein, lass mich in Ruhe. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Okay, so, jetzt mal gucken, was das da ist. Wahrscheinlich ist es einfach nur im Dings versunken und ist genau das gleiche wie da oben. Jetzt habe ich schon 16 von 20. Also ich kann noch nicht ganz nachvollziehen, wonach sich diese Fähigkeiten tatsächlich erweitern. Tincluster, 3 von 3, sehr schön. Dann fehlt ja nicht mehr allzu viel für das Quatsch, für das Tutorial Learning von Harvesting. So, das Driftwood. Harvest zum Elm Lumber. Das müsste ich eigentlich hier jetzt mal wieder bekommen. Achso, wahrscheinlich hat das mit den Levelausstiegen zu tun, dass dann hier ich höhere Zahlen erreichen kann. So, zwei Elmlamber. Ja, damit ist das Lamber jetzt auch erledigt. Genau, 3 von 3 gefunden. Aber ich tue mich immer noch schwer damit, überhaupt das Ding, ja, irgendwas rauszubekommen. Jetzt nur noch die Frage Fisch ab zum Sandfisch. Das heißt, da muss ich irgendwo da im Wasser stehen, um das Ganze noch einzusammeln. Grätscher denn? Genau, da brauche ich auch noch Wasser. Ich brauche ja noch ein Fell. Zwei Diermiet nützt mir nichts. Ja, sehr schön. So, jetzt brauche ich nur noch das Fischzeug. Und auch hier komme ich jetzt bis 20. So, wo kann ich jetzt hier fischen? Da jedenfalls nicht. Was ist das da? In Ice Lead Court. Kann ich eigentlich. Okay, ich kann tauchen. Und das sind im Endeffekt auch Sachen, die ich angreifen kann. Ja, du schon wieder. Wieso sind es jetzt eigentlich zwei? The corpse contains nothing to loot. Jetzt, oh, wo kommen die denn alle her? Ach genau, dann kann ich ja hier gleich mal gucken, ob ich hier irgendeinen Fisch irgendwas finde.
Solar Flare. Meine Güte, die kommen ja schneller wieder, als ich sie platt machen kann. Aber jetzt sind sie schon... Hey, das werden ja immer mehr. Target is not alive. Na, dann nehmen wir doch einfach das nächste. Sind doch genug da. Aber im Moment habe ich auch noch kein weiteres Problem. Gesundheit stellt sich immer noch schnell genug wieder her. Aber ich komme echt nach ohne Ende. Okay, das heißt, wenn es was zu looten gibt, scheinen sie zumindest auch länger liegen zu bleiben. Ich werde mich auf jeden Fall hier mal ein bisschen zurückziehen, damit die nicht alle wieder auftauchen. Die ganze Horde läuft mir immer noch hinterher. Auf jeden Fall habe ich keinen Standardspruch, der möglichst schnell geht. Wie lang ist hier eigentlich die Cooldown-Zeit? Steht gar nichts da. Doch, da steht 2-3 Sekunden. Borg-Schmuddler-Requisition, no trade, advanced ornaments. Okay, dann muss ich jetzt erstmal wieder in die Bags reinschauen. Was da jetzt eigentlich alles aufgetaucht ist. Uncommon Recipients. Flickerin Adornment for Endurance Superior. Scribe. You lack the knowledge required to scribe this item. Okay, also ich bin noch nicht clever genug. Ja, wie ihr hört, ist jetzt auch schon die erste Stunde vorbei. Offers the quest an Order of Orcs Taunt. It is required by it. I have discovered a requisition for Sides Goods between the Orcs and the Smugglers. Cool, da kann ich sogar auch, also ist auch hier gibt es Items, mit denen dann neue Quests ausgelöst werden. Soweit, so gut. So, da soll ich noch hin, da soll ich hin. Zahnfisch. Okay, Zahnfisch wollte ich jetzt gucken, ob ich den hier irgendwie finden kann. Zahnfisch. Zahnfisch. Gibt's nicht. Trekking. Frozen Grappler. Sind alles nur Figuren. Islet Cot. Trampling Rambler. Okay, das sind alles nur Figuren. Gut, dann hilft mir das da nicht weiter, das entsprechende zu finden. Auf jeden Fall wird es hier am Strand mit Sicherheit noch die anderen Muscheln geben. So, Driftwood brauche ich nicht. Ja, wie ihr seht, ich spiele jetzt gerade noch die paar Quests zu Ende. Creature, den brauche ich auch nicht. Also, ich weiß immer noch nicht, wie das mit dem Fishing funktioniert. Und vor allem, an welcher Stelle ich das machen kann. Hier im Wasser habe ich jetzt noch keine Stellen gesehen, an denen ich eigentlich angeln könnte. Aber da hinten leuchtet schon was. Das heißt, da ist die nächste Muschel. Weil vielleicht... Ah, da sind noch zwei. Okay, dann spring doch da hoch. Collect. Loot all. Ist ja echt umständlich. So viel geklicke, nur dass da ein Item dazu kommt. Also Collecting. Loot all. Ah, das ist eine neue. Okay, das sind jetzt Federn.
ist noch aktuell ziemlich unbekannt, wie viele es wahrscheinlich insgesamt geben wird von den Collections. Da oben ist auf jeden Fall noch was. Collect. Okay, das ist die nächste Feder. Gut, jetzt bin ich eh schon hier unten, da kann ich dir eine Quest auf jeden Fall abgeben. Wo war der hier? Der steht da unten. Ach nee, das ist der andere. Ja gut, zu dem Red Blade sollte ich ja auch nochmal kommen. Also, Helfe Paste Testertrainer, ja, ich habe ich geschafft. Und damit habe ich jetzt einen Trusty Wand bekommen. So, Charakter und Toggle Bags. Das heißt hier 8 bis 24, 7 bis 27, plus 4 Int und plus 4 Star. Und damit ist er ausgerüstet. Treasured heißt, dass das ausgerüstet ist. Gut. Okay. Orkskin. Spielwürze, better muscles on stiff to her training session. They are more than warmed up. Not, they are not. Was? Gut, cause their real foe around here to for your face. It is orcs? Perfect, who it is. The tender is orcs. Okay, the orcs are attacking. I'm not ready to face the orcs. Doch, ich bin ready. Right away. Okay. Slay Rügor Corruptions. Gut, aber jetzt muss ich immer noch das da finden. Nee, das da meine ich. Das heißt, ich gehe jetzt aber erstmal. Was ist das denn eigentlich? Okay, das bin ich selber. Dann jetzt bei ihm noch Bescheid sagen. Und dann habe ich zumindest die Mission, die ich mit euch angefangen habe, auch soweit abgeschlossen. Zumindest die ersten. I see we're successful. Ja, what are going to is crossbow samples. Evoker's Glove. Zept. Gut, dann gleich mal hier auch wieder anschauen und ausrüsten. Gut, plus 4 Int, das heißt, ist schon ein bisschen besser als das andere Zeug. Und what kingdom is more enjoyable? We are going to use the Costus Spore Sample to create the repels against the little spoilers. There will be not need to kill them if we can just make them stay away. Ja. Nee, ich finde, das Töten ist nicht immer das Optimale. Okay, danke. How do I use the Costus Repellent? Ah, good question. Open your inventory and you find it. Achso, das war das da. Currently equipped Evoker's Globe. I will remember that. Repelling little critters. You received one custom spell prototype. Achso, doch erst. Spray charges unlimited duration 1 second slot charm optional. Gut, das kann ich ja erstmal da reinlegen. Aber wie ich hier fische, weiß ich immer noch nicht. Ich könnte ins Wasser fallen und einen schrecklichen Frosttod sterben. Hier gibt es 4 zum Einsammeln. Vielleicht gibt es hier auch irgendwelche an Land gespülte Fische oder sowas. Nee. Also ich weiß noch nicht, wo ich tatsächlich
ja, die Fische sammeln kann. Using hotkeys, queuing actions. You may queue up additional hotbars, hotbar settings. Completing quests. Improving spells and combat arts. Adept Master. Knowledge Window. Auto-Targeting, Quest Journal. Ja, es gibt auf jeden Fall hier noch eine ganze Menge und diese Liste ist irgendwie ziemlich unpraktisch, dass hier das ganze Zeug einfach nur so drin steht. Journal. Okay, das war das. Achievements. Battleground. Also da gibt es noch Unmengen. Daily Objectives. Da habe ich jetzt fast genug schon erledigt. Visit Unexplored Locations. Habe ich auch eine geschafft. Mission Times. Und das sind die aktuellen... Ah, okay, hier habe ich noch ein bisschen die Erläuterung. Also, Frostfang C, 2 Quest, Unknown, 2 Quest. So, Tutorial, Learn to Harvest. Ah, hier sind die verschiedenen Darstellungen. Fish up some sunfish. So, jetzt ist die Frage, wo ich das machen kann. Low Risk Adventure Area. Harvest Notes can generally be found on the ground in most outer adventure regions. Ja, jetzt ist nur noch die Frage, Fish up some sunfish. Auf jeden Fall, da das hier ja doch etwas langsamer vorangeht, werde ich hier wahrscheinlich, wenn ich denn noch ein bisschen weiterspiele, euch nicht zu jeder Session dann mitnehmen, sondern versuchen ein bisschen was vorzubereiten, um dann letztlich vor allem die Mission Quest mit euch zu machen und das Harvesting einfach mal außen vor zu lassen. Aber soweit für heute. Ja, das zweite MMO, das auf jeden Fall mindestens ebenso viel Zeit braucht wie das andere und mal gucken, inwieweit ich mich hier dann weiter austobe, weil von der Bedienung her fand ich es jetzt ein bisschen sperriger und vom Einstieg etwas langwieriger. Aber das muss ja nichts heißen. Es kann ja durchaus sein, dass einfach so später die einzelnen Aufgaben dann fordernder und interessanter werden, aber... Mal schauen, bisher habe ich es jetzt bis Level 4 geschafft und die Sachen laufen jetzt wahrscheinlich dann aus. Naja, auf jeden Fall bis zur nächsten Folge und ja, viel Spaß beim selber ausprobieren. Vielleicht ist EverQuest 2 ja für euch etwas, was ihr länger spielen wollt. Tschüss!